Sir Chester, eine Thermenstadt, in der sich ein historisches Gebäude an das nächste reiht. Das klingt mal wieder absolut einladend. Wirklich, die Städte in Pokémon Schwert und Schild sind grandios. Ich hab mir sagen lassen, Pokémon fühlen sich in ihren Pokébällen und in den Boxen pudelwohl. Wäre auch schlecht, wenn nicht, oder? Ich meine, da verbringen sie ja die meiste Zeit. Ich habe so viele Kämpfe gesehen, ich erkenne starke Trainer und Pokémon auf einen Blick. Du und deine Pokémon kommt mal richtig groß raus. Wollen wir hoffen, wa? Als Taxi fliegen wir immer durch die Gegend. Das hat sich gelohnt. Mein Kramor ist jetzt gut durchtrainiert, aber es braucht eine Pause. Ja, die hat's bestimmt auch redlich verdient. Die Frau am Empfang heilt sogar alle Pokémon in den Boxen. Ich hoffe, sie übernimmt sich nicht. Naja, die drückt da ja effektiv nur einen Knopf und das war's dann, oder? Ist doch so. Ich glaube, Pokémon Center Mitarbeiterin ist einer der besten Jobs, die es so gibt. Aber man soll nicht über Leute urteilen, die man nicht kennt und vor allem nicht über Berufe, die man nicht kennt. Willkommen in der Stadt des Schnees. Wie dieser Ort heißt, muss ich dir sicher nicht mehr sagen. Nee, das haben schon alle in den Kommentaren mehrfach getan. Nee, ist okay, passt schon. Oh, was macht der hier? Verkauft er Waffeln oder Eis? Also Eis würde sich eigentlich eher weniger lohnen. Doch, tut er. Eiscreme ist besonders lecker, wenn man sie bei kaltem Wetter isst. Soll auch gesünder sein. Ja, tatsächlich. Man soll auch Tee eigentlich nicht trinken, wenn einem ultra kalt ist oder so. Also wenn einem warm ist, dann sei das besser für den Körper. Super weird, aber so ist es wohl. Ich würde gern einen Gelatropo fangen, aber ich bin leider etwas zu alt dafür, im hohen Gras herumzuschleichen und Pokébälle zu werfen. Würdest du einen Gelatropo gegen meinen Giotesto tauschen? Das würde mich sehr glücklich machen. Ich habe leider keins. Aber, ich glaube, ich habe vorhin welche gesehen, als ich wieder hierher gefahren bin. Oh! Und dich wollte ich jetzt eigentlich nicht reinfahren, Schnäppke. Aber da ich dich auch noch nicht gefangen habe, hole ich das mal eben nach. Vorausgesetzt, mein Flottball regelt. Komm. Komm! Komm! Yay! Sehr gut. Ja, gucken wir mal, ob wir noch einen Gelatropo finden. Ich meine, die hier herumstreunen gesehen zu haben, als ich am Ende der letzten Folge zurückgekehrt bin. Aber das hängt auch immer von der Tageszeit und so ab. Ich glaube, ich suche mal danach. Da ist eins! Wir haben Glück! Zwischendurch habe ich noch versucht, zwei andere Pokémon zu fangen. Das hat leider nicht geklappt. Aber da hatte ich auch Brivi vorne dran. Will heißen, bist du underlevelt? Spar dir das Pokémon-Fangen einfach. Es wird nix. Oh, und das war sogar ein Lucky Throw. Perfekt. Ja, besser geht's nicht. Sehr gut, dann können wir jetzt tauschen. Muss man natürlich nicht machen, aber... Ich freue mich und wow, ich wusste gar nicht, dass sich Brivi jetzt schon weiterentwickelt. Echt? Oh mein Gott, geil! Und sie ist so hübsch! Silimbrim, so heißt das normalerweise. Okay, geil, Alter. Und jetzt sind wir eben auch vom Typ Psycho-Fee. Und werden fortan wahrscheinlich viel stärker reinhauen können. Die starken Psychokräfte, die es ausstrahlt, rufen Kopfschmerzen hervor. So hält es andere Lebewesen von sich fern. Also, will wahrscheinlich nicht belästigt werden, kriegt ziemlich viele Anfragen von Boys, kann ich verstehen. Psychoklinge, eine neue Attacke, die wir nicht reinnehmen werden, weil sie physisch ist und wir spezielle Angreifer sind. Hat eine hohe Volltrefferquote, ja, schön und gut, aber macht halt echt wenig Sinn, ne? Dann doch eher Psychokinese.
Das bringen wir dann aber bei, sobald es wieder ernst wird mit Kämpfen. Für den Moment lassen wir das mal so stehen. Bin aber, ja, überrascht und sehr erfreut, dass es sich weiterentwickelt hat. Jetzt können wir den alten Mann bedienen. Und diesen kleinen Ingame-Tausch hier vollführen. Ich mag das, wenn ich die Wünsche von anderen erfüllen kann. Freut mich, dass das geklappt hat. Und dafür kriegen wir Geotesto! Die wir, denke ich, auch noch nicht gefangen haben. Rothand! Von Franz. Ne, den haben wir auch noch nicht gefangen. Alles klar. Also kriegen wir hier auch direkt den Pokédex-Eintrag. Sehr schön. Oh, so ein schönes Gelatropo. Ich kann dir nicht genug danken. Doch, du könntest mir eine Kugel Eis umsonst spendieren. Weil ich bin nicht bereit, die 1, 10 oder wie viel das heutzutage kostet, zu zahlen. Die Wassertemperatur ist auch heute wieder ideal. Kein Wunder, dass Pokémon gerne in dieser Therme baden. Du, nicht nur Pokémon. Ich liebe Thermen. Wenn es geschneit hat, kann man Eis-Pokémon gar nicht mehr richtig sehen. Verstecken die sich unter den Schneeflocken? Ist das so ein Flugtaxi-Parkplatz? Cool. Das heißt, wenn ich in die Stadt fliegen würde, würde ich da wahrscheinlich landen. Oh, was haben wir denn hier für ein hübsches Hotel? Ohne mein flauschiges Elfhuhn kann ich nicht schlafen. Stimmt, das ist mit Sicherheit ein ziemlich gutes Kissen. Aber würde das Elfhuhn nicht ersticken? Weil ich meine, ich müsste es ja so hinlegen, dass es selber mit der Nase auf den Boden aufkommt. Und wie kann es dann noch atmen? Naja, die werden schon einen Weg finden. Willkommen im Hotel Ionia. Auch ein teures Hotel, oder? Sieht schon ziemlich krass aus. Ey, die Gebäude in Surchester werden seit Urzeiten in demselben Baustil errichtet. Diese Stadt atmet förmlich Geschichte. Ist cool, wenn man seinem Stil treu bleibt. Sollen wir bald nach Score City gehen? Ich will mir den Champ Cup ansehen und nebenbei noch ein paar Sehenswürdigkeiten abklappern. Score City? Ist das die Stadt des Finales? Klingt jedenfalls so. Ich möchte irgendwo hin, wo es niedliche Eis-Pokémon gibt. Junge Dame, hast du dich schon mal umgeguckt? Oh, by the way, können wir eigentlich auch nach oben gehen? Da ist ja ein Aufzug. Echt? Oha! Tatsächlich. Vielleicht können wir hier gegen die Zimmerbewohner antreten. Das wäre eigentlich ganz geil. Es soll wilde Pokémon geben, die in heiße Quellen tauchen, um ihre Wunden zu heilen. Das ist ja das Schöne an Therme. Das ist nicht nur wohlig warm, sondern auch gesund. Erst wenn man die grundlegenden Techniken gemeistert hat, kann man sich Kämpfen in der Praxis stellen. Diese Lektion habe ich durch Karate gelernt. Okay, Boomer. Spaß. So. Was haben wir hier hinten? Mein Partner-Pokémon ist sehr reinlich. Es kommt gar nicht mehr aus der Dusche. Dabei gehört es doch dem Typ Boden an. Vielleicht sitzt es ja auch auf dem Klo. Allerdings möchte ich das eigentlich gar nicht so genau wissen. Das müsste jetzt aber das erste Pokémon gewesen sein, das wir jemals im Bad erwischt haben. Schon seit meiner Kindheit fühle ich mich in den Gängen von Hotels immer, als hätte ich mich verlaufen. Warum verlaufen sich denn eigentlich alle in diesem Spiel so sehr? Verstehe ich gar nicht. Hey, magst du Pokémon? Klar, sonst würde ich es nicht spielen. Ey, freut mich. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ja, das liegt ganz an euch, Game Freak. Sagen wir mal nein. Ah, verstehe. Du magst sie nicht nur, du liebst sie. Ja, schön die Ohren zu halten, wenn Kritik kommt, ne? Man kennt's. Wir sind zu Recherchezwecken hergekommen. Gala ist wirklich wunderschön. Und erst die vielen Currysorten, sehr lecker. Curry ist auch in Kanto sehr beliebt, aber hier gibt es einfach eine größere Auswahl. Curry ist ja auch wunderbar.
Alter, wie die da steht, ne? Echt eine hübsche, du. Ich stehe im Moment total auf die Rotom Rally. Huch, hallo, kann ich irgendwie helfen? Ich würde sagen, du kommst einfach wieder, wenn du so stark wie ein waschechter Champ geworden bist, oder? Oh, das ist schon der zweite NPC, der uns erst sehen möchte, wenn wir richtig stark sind. Okay, merken wir uns. Dann kommen wir wieder, sobald wir Champ sind. Hep und hep, das kann doch nicht so schwer sein. Du siehst aus, als könntest du gut Pokébälle werfen. Moment, ich spiele Pokémon Go? Haha, cool. By the way, der Teppich. Angelehnt an Incognito, auch nice. Hörst du die Musik im Hintergrund? Die stammt von mir. Ach Moment, ist das hier das Game Freak Zimmer oder was? Sind die diesmal in einem Hotel? Tatsächlich. Ey, ich bin für die Projektplanung zuständig. Meine Arbeit besteht darin, neue Spielideen zu entwickeln, daher ist Spielen ein wichtiger Teil meiner Arbeit. Moment, dir haben wir Dynamax zu verdanken? Beziehungsweise, du hast es uns aufgebrummt? Ah. Hi, bin der Projektleiter. Donnerwetter, du versuchst also den Pokédex zu vervollständigen? Das hört man gern. Gib nicht auf und schnapp sie dir alle. Ach, da fällt mir ein, ich habe hier etwas, was dir dabei helfen könnte. Superfangpin? Was ist das? Ein mysteriöser Glücksbringer, der nur wenig wackelt und die Wahrscheinlichkeit erhöht, einen Superfang hinzulegen. Ach, die Lucky Throw-Dinger? Ah, geil, hatten wir ja vorhin gerade erst einen. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit? Übelst krass, das müsste auch ein neues Item sein, das gab's vorher nicht, ne? Komm wieder, wenn du deinen Pokédex vervollständigt hast, ja? Das heißt, von ihm bekomme ich dann auch den Schiller-Pin? Weil den gibt es definitiv in Schwert und Schild. Schiller-Pin erhöht die Wahrscheinlichkeit, auf Shiny-Pokémon anzutreffen. Aber so wichtig ist der gar nicht. Man kann auch ohne relativ effektiv Shiny-Pokémon fangen. Gibt da ja immer verschiedene Methoden und auch in Pokémon-Schwert und Schild ist das wieder so. Denke, ich werde in Zukunft irgendeinen Shiny-Stream mal machen, um das vorzustellen. Aber erst, wenn wir durch sind mit der Story. Wow, gleich noch ein Hotel. Du kannst dir aussuchen, in welchem der beiden Häuser von Hotel Ionia du nächtigen möchtest. Ach, das ist ein und dasselbe Hotel, aber aufgeteilt auf zwei Gebäude? Okay, das ist auch ein bisschen weird. Ich rede mit deinem Trainer. Ich warte hier auf jemanden. Mein EFEM hält mit seinen Ultraschallwellen auch Ausschau. Dann warte mal weiter, weil mich suchst du ja anscheinend nicht. Niemand will mich sehen! Wir haben es geschafft, Tickets für die erste Reihe im Stadion zu bekommen. Manchmal kriegt man da zwar eine Attacke ab, aber das macht es ja gerade so spannend. Bitte was? Da will ich gar nicht wissen, wie viele da in den Stadien immer sterben. Hotels sind toll. Man muss sich weder ums Saubermachen noch um die Wäsche kümmern. Ja, gehen aber auch ins Geld. Aber du scheinst es dir ja leisten zu können. Erste Reihe-Ticket fürs Stadion haben sie ja auch. Läuft bei denen. Bei dem Geräusch, wenn jemand mit einem Stück Kreide über eine Tafel kratzt, dreht sich mir der Magen um. Oh ja. Das klingt fast so, als würde die Kreide schreien. Hier, nimm diese TM und dann kannst du selbst solche Geräusche verursachen. TM, Kreideschrei. Finde ich gar nicht mal schlecht. Ist eine ziemlich gute Attacke, ich mag sie. Stößt einen Schrei aus, um die Verteidigung des Ziels stark zu senken. Ja, ein Kreideschrei. Wenn einen sowas mitten in der Nacht aus dem Schlaf reißt, stößt man bestimmt kreidebleich einen Angstschrei aus. Vielleicht kommt ja daher auch der Name. Ich glaube eher, das haben irgendwelche Kinder während einer Schulstunde beschlossen, das so zu nennen. Weil sie wahrscheinlich irgendeinen Lehrer hatten, der zu doof war, um richtig an der Tafel zu schreiben und dann hat das immer so gequietscht. Ich hatte da auch so einen, der nicht immer, aber häufiger mal diesen Fehler gemacht hat. Ich weiß nicht, merkt er das selber nicht oder what's going on? In meinem Team sind nur Pikachu. Mit ihnen hole ich mir den Titel des Champs. Ja, träum weiter. Hey, drinnen sind eine starke Waffe. Wenn ich jemanden weinen sehe, werde ich sofort schwach und gebe nach.
Wärst du gerne in der Lage, eine solche Attacke einzusetzen? Oh, gleich noch eine TM. Trugträne. Täuscht Weinen vor, um die Spezialverteidigung des Stils stark zu senken. Ich bin Rocker und meine Mucke. Tja, sie entflammt die Herzen taffer Kerle. Und zu Tränen rührt sie meine Perle. So. Doch eines ist mir echt zuwider. Und zwar Trugtränen auf meine Lieder. Kein schlechter Reim. Du wirst bestimmt mal ein ganz großer Star. Aber finde ich cool, dass man hier zwei TMs bekommt, um quasi beide Verteidigungswerte stark zu senken. Aber beide könnte nur Kraro erlernen. Schade. Ich warte auf meine Frau. Eigentlich müsste man sagen, meine Frau lässt mich warten. Es ist allerdings nicht immer ratsam, alles beim Namen zu nennen. Na, ich glaube, den will niemand als Mann haben. Der wirkt ein bisschen... Was ist hier los? Das bedeutet, dass sich der Schuldige unter uns befindet. Kann ich helfen? Oh, wer bist du? Ich befinde mich hier gerade mitten in meinen Schlussfolgerungen, also stör mich nicht. Was um alles in der Welt ist hier los? Ich sollte mich wohl zunächst mal vorstellen. Gestatten, der Name ist Himes, Meisterdetektiv. Ich wurde vom Hotel angeheuert. Momentan bin ich dem Täter eines abscheulichen Verbrechens auf der Spur. Die Anschuldigungen sind ernst. Jemand hat sämtliche Beeren gegessen, die in der Lobby auslagen. Ach, und ich dachte schon, eine Louis Vuitton-Tasche wäre geklaut worden. Wenn's nur das ist. Und deswegen macht er so einen Tamtam. Ich habe die drei Personen, die sich zum Tatzeitpunkt in der Lobby aufgehalten haben, hier zusammengerufen. Aber meine Kombinationsgabe leidet darunter, dass mich ständig jemand stört. Ich hab's. Du da, Störenfried. Ich ernenne dich hiermit zu meinem Assistenten. Nimm die Aussagen der drei Verdächtigen auf. Okay, das ist ja mal eine ziemlich coole Sidequest. Ich würde jetzt mal auf das Kind tippen, aber hören wir uns erstmal alles an. Ich frag mich, wo mein Pokémon steckt. Was? Die Beeren? Ich hab sie nicht gegessen. Aber sag mal, hast du mein Pokémon gesehen? Oh, oder es war sein Pokémon. Also, dieser Detektiv ist mir vielleicht einer. Ich hab zwar den Bürgern Beeren gesehen, aber mein Arzt hat gesagt, ich soll mich von Beeren fernhalten. Du weißt, wegen zu viel Zucker, Diabetes und all diese Scheiße. Okay. Du hattest auch das Pech, in diese absurde Story mit hineingezogen zu werden, ne? In der Lobby gab's eine riesige Menge Beeren. Die hätte ich nie im Leben alleine essen können. Du siehst doch, wie schlank ich bin. Raffel auch noch? Ja, der hat's safe gegessen. Raffel. Ah, da bist du ja. Wo warst denn du? Safe war es, das Raffel. Um seinen Mund herum klebt eine große Menge Beerensaft. Ja gut, nachdem ich alle Aussagen gehört habe, kenne ich nun den Schuldigen. Der Täter sind Sie, Frau Tänzerin. Hä, ist der Typ komplett lost? Warum ich? Sie als Tänzerin bewegen sich viel und sind deshalb bestimmt immer hungrig. Ein klarer Beweis. Aller Irrtum ist ausgeschlossen, denn mein Verstand ist so scharf wie die Lauchstange eines Porentas. Hä? Alter, das übergibt keinen Sinn so. Sie sind doch ein Hochstapler, ey. Was? Ich bin kein Hochstapler, ich bin Meisterdetektiv. Digga, der ist doch komplett inkompetent. Klär du mal die Sache auf, ey. Ich bin schockiert. Was für eine Cringe ist das hier? Bruder, es war das Raffel. Ich ein Hochstapler? Diese Unverschämtheit treibt mir die Tränen in die Augen. Das gibt eine Anzeige. Leute, es war das Raffel, verdammt. Was? Das Raffel war's? Raffel! Oh, er hat recht, sein Mund ist ganz voll geschmiert. Ja, es hat ganz klar Beeren gefressen. Ey, tatsächlich, Diggi. Es ist völlig verklebt von Beerensaft. Ruff, ruff, ruff. Ja gut, was anderes habe ich von meinem Assistenten auch nicht erwartet, ne?
Hier hast du eine Belohnung dafür, dass du den Fall gelöst hast. Eine Großlinse. Ach, ausgezeichnet. Ich bin überglücklich. Denn, ja, ich krieg jetzt eine große Gage. Tschö, Mädel! Hey, stehen geblieben, Alter! Ich weiß gar nicht warum, aber ich laufe ihm hinterher. Vielleicht lässt er ein paar Scheine fallen. What the? Naja, wir haben die Sache ja jetzt aufgeklärt. Danke, dass du den Fall mit den Bären gelöst hast. Ich habe Raffi ordentlich ausgeschimpft. Ach, lass ihn. Es liegt in seiner Natur. Aber dieser Detektiv ist wirklich ein Trottel. Den sollte man schleunigst entlassen. Diese Unser-Tür-Talks helfen hier beim Reinemachen aus. Aber anstelle von Trinkgeld freuen sie sich viel mehr darüber, mit Müll gefüttert zu werden. Ach cool! Dann haben die Dinger ja doch einen Sinn. Aber die Ponytalks muss wirklich nicht sein. Der kleine Müllsack, okay. Schön und gut, zum Müll einsammeln. Aber die Ponytalks ist dann schon ein viel zu großer, vollgestopfter Müllsack. Das will man nicht in seinem Zimmer stehen haben, glaube ich. Es gibt zwar Eis-Pokémon, aber ich habe noch nie von Schneemann-Pokémon gehört. Ach, das wird bestimmt auch bald eingeführt. Aber ja, die Schneemänner sehen auch cool aus hier. Sind Schneemänner Pokémon? Bald, bestimmt bald. Es gibt häufiger mal in Pokémon-Spielen kleine Hinweise auf kommende Pokémon und so. Von daher würde ich das jetzt nicht ausschließen, dass das irgendwann mal kommt. So, Route 9 sollten wir am besten noch nicht betreten. Wir wollen ja in der Arena kämpfen. Ey, wenn dein Pokémon im Kampf eingefroren wird, sieht's schlecht aus für dich. Dann kann es sich nämlich nicht mehr bewegen. Muskeln sind der Schlüssel. Wenn die Muskeln ordentlich Wärme produzieren, lässt einen Kälte kalt. Ich glaube, da hat er gar nicht so unrecht. Ansonsten trinkt einfach Alkohol. Ja, wirklich, hält warm. Zu kalten Städten passen Eis-Pokémon einfach am besten, oder? So wie Snomnom zum Beispiel. In kalten Städten braucht man einfach Feuer-Pokémon, findest du nicht auch? Dank Thermopod ist mir immer schön warm. Ich sage am besten mal nicht, was ich denke. Aber ja, Feuer-Pokémon sind, denke ich, eine gute Option, um sich warm zu halten. Wenn ich mir eine neue Frisur zulege, dann aktualisiere ich auch meine Liga-Karte. Aber ich kann mich einfach nicht für eine Frisur entscheiden. Deshalb ändere ich die ganze Zeit alles hin und her. Ich glaube, das ist nicht gut. Man sollte sich schon irgendwann für einen Style entscheiden. Die gleiche Frisur kann je nach Person einen völlig unterschiedlichen Eindruck machen. Das ist auch wahr. Naja, manchmal dauert es halt ein bisschen länger, bis man was gefunden hat. Verstehe ich schon. Aber jede Woche eine andere Frisur, das ist dann auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Ey, hier gibt's genug Schnee und Eis für Schnäppke zu essen. Jetzt bleibt nur noch abzuwarten, ob es sich zu Firnontor oder Frostige entwickeln wird. Das hängt, glaube ich, vom Geschlecht ab, ne? Wenn's weiblich ist, wird's Frostige. Wenn's männlich ist, Firnontor. Das muss ein so richtig krasses Erfolgserlebnis sein, wenn man seinen Pokédex vervollständigt. Ich bin auch am Überlegen, ob wir das nicht noch machen sollen. In Streams oder vielleicht sogar auf Twitch ausnahmsweise mal. Nach dem Spiel den Pokédex noch vervollständigen. Irgendwie habe ich schon Bock drauf. Ich liebe es, mit meinem Pokémon eine Schneeballschlacht zu veranstalten. Wenn's warmen Schnee gäbe, könnte man noch viel mehr draußen spielen. Ich muss zugeben, ich bin im Winter auch eher selten draußen, weil es mir einfach zu kalt ist. Warmer Schnee wäre da eine gute Lösung, das stimmt. Wo geht's hier denn lang? Oh, zu dieser Pokepuppe. Aber Alter, ich mag die Stadt. Boah, und dann noch diese Therme hier in dem Tempel. Das ist ja mal mega geil. Gucke ich mir aber, denke ich, als letztes an. Gehen wir mal hier rüber und schauen in die Häuser rein. Echt beeindruckend, wie geil die Städte geworden sind. Das ist meine Lieblings-TM. Willst du sie auch mal auf deine Pokémon anwenden?
Und schon 3 TMs hier. Diesmal Eissturm. Eisattacke, die gegnerischen Pokémon Schaden zufügt und ihren Initiativewert senkt. Wenn du eher technische Platten sammelst, dann untersuche am besten Pokémon-Nester in der Naturzone und mach bei Dynaraids mit. Den Tipp habe ich euch ja auch schon gegeben. Man sieht's mir vielleicht nicht an, aber ich habe früher mal die Arena-Challenge abgeschlossen. Sieht man wirklich nicht. Aber hey, Glückwunsch. Stimmt, ist die Attacke vielleicht eine Option für Lekri? Weil Lawine hat halt leider immer Minus-Priorität, ne? Ja, aber ich glaube, ich bleib dabei. Ich bleib dabei, ja. Die Großlinse, die die Genauigkeit erhöht, braucht momentan, denke ich, auch keiner. Aber wir können noch drüber nachdenken, Lekri statt Beulenhelm Überreste zu geben. Weil er ja sowieso immer viel Schaden frisst. Was ich jetzt aber nicht positiv meine. er gleichzeitig aber auch viele KP hat, sprich Überreste würde was bringen. Und es hat sowieso Statik als Fähigkeit. Somit werden die meisten Pokémon vermutlich eh versuchen, es mit physischen Angriffen zu verschonen. Und eher auf Spezielle umzusteigen. Es ist schon seltsam, wie sehr einen das Flackern einer Flamme beruhigen kann. Und du hast gleich 2 von denen. Aber ja, Lichtel mag ich auch sehr gerne. Endentwicklung Skelabra ist auch ganz geil, aber überlebt leider nicht so viele Angriffe. Mein Kloptopus war gerade im Thermalbad. Sein Körper ist jetzt mollig warm. Klopto was? Klingt nach einem Oktopus-Pokémon. Aber habe ich jetzt, glaube ich, noch nicht gesehen. Ich wollte mir die Haare eigentlich nur ein kleines bisschen kürzer schneiden lassen. Oh, so ein bisschen was schiefgegangen, oder? Aber solange es nachwächst, nicht so schlimm. Was ist das? Ein Restaurant? Oder eine Kneipe? Ja, cool. Inferno-Pot! Ist ja mal nice eingerichtet. Das Essen hier ist so lecker, dass es sich lohnt, einen Umweg zu machen. Einfach nur, um hierher zu kommen. Wer richtige Kämpfe austragen will, muss reichlich essen. Ja, ich sag's auch immer wieder, wenn ich hungrig bin, ich kann nichts machen. Das ist ganz schlimm. Muss dann was essen. Du redest beim Essen über die Arbeit? Willst du dir deine Mahlzeit verderben? Ich rede immer über die Arbeit. Mein ganzes Leben besteht aus Arbeit. Ist so. Muss auch so sein. Hallöchen und willkommen bei Lecker Paul. Unser Steakhouse verlässt keinen Gast hungrig. Oh, ein Steakhouse? Halbe Veganerschaft, die das Spiel gekauft hat, hat wahrscheinlich sofort alles auf eBay gestellt. Spaß, Leute, Spaß. Das ist ein toller Wandteppich, stimmt's? Ich habe ihn auf einem Antiquitätenmarkt ergattert. Oh, ich glaube, das wird später noch wichtig, weil das hat ja eindeutig mit der Story zu tun. Dort hängt ein Wandteppich. Kann es sein, dass du ihn irgendwo schon mal gesehen hast? Wir sollten Sania mal herschicken. Das ist perfekt gebraten. Es ist saftig und hat Biss. Der Koch verdient ein großes Lob. Ich seh's gern, wenn meinem Jungen das Essen richtig schmeckt. Er sieht so glücklich aus. So guckt er bei mir nie, wenn ich was koche. Ja, huch. Oh, mit dem Mann können wir irgendwie gar nicht reden. Na, dann halt nicht. Das ist wahrscheinlich eh zu sehr beschäftigt, sich das Steak reinzuschmeißen in seinen Rachen. Die Heron-Therme. Ich habe gehört, diese heiße Quelle gäbe es schon seit Urzeiten. So sieht's auch aus. Aber das meine ich positiv. Wirklich, ich würde hier so gerne im Real Life chillen. Das sieht so angenehm aus. Das ist das reinste Paradies. Glaube ich dir, Mann. Mir haben es 2 Challenger angetan. Hop und Mary. Und was mit mir? Dummy sollte man als Challenger aber auch nicht unterschätzen. Yes, das Girl ist auf meiner Seite. Das wirkt mal 3. Bam. Fangirl. Beste. Oh. Dose Lunade. Draco Meteor ist die stärkste Drachenattacke, die es gibt. Soll ich sie einem deiner Pokémon beibringen?
Eigentlich nein. Ist speziell und senkt halt Spezialangriff stark. Ist eine gute ultimative Attacke, aber ich glaube, ich verzichte. Hey, ist das ein Snobility-Cat, das auf dem Relief abgebildet ist? Sieht ehrlich gesagt nicht danach aus, oder? Dies ist die historische Heron-Therme. Der Held soll einst in ihr gebadet haben, um seine Wunden zu heilen. Oh, cool. Aber warum können wir selber da nicht reingehen? In dieser Therme soll der Held seine Wunden geheilt haben. Ja, ich kann lesen. Es gibt viele, die sich an Pokémon-Kämpfen erfreuen, ohne an der Arena-Challenge teilzunehmen. Es gibt auch Leute, die überhaupt keine Kämpfe austragen. Was sind das denn für Ketzer? Ich war mir sicher, dass ich den Kampf verlieren würde, doch dann hat mein Pokémon plötzlich einen Volltreffer gelandet. Ja, du Cheater. Man kann auf Kämpfe noch so gut vorbereitet sein, am Ende entscheidet doch oft das Glück. Nicht unwahr, nicht unwahr. Hm, noch eine TM? Eisspeer. Feuer 2 bis 5 Eiszapfen auf das Ziel. Was haben die für eine Stärke? 25? Mhm. Wäre das dann nicht eine gute Alternative für Lawine? Ich glaube, das mache ich. Ja, doch, wir machen's. Weil Legri halt auch nicht so viel aushält. Bei stabileren Pokémon lohnt sich Lawine mehr als bei ihm, denke ich. Der Steinboden ist kühl, deswegen sammelt sich darauf schnell Schnee an. Auch wenn das Waggon in der Nähe ist? Das schmilzt doch bestimmt alles direkt weg. Oh. Eine neue Boutique. Drachen-Pokémon sind schwach gegenüber dem Typ Eis. Sie sind wohl sehr kälteempfindlich, was? Ja, wir haben noch mehr Schwächen als Eis, aber ja, stimmt. Ich will unbedingt Kleidungsstücke finden, die unterstreichen, wie niedlich meine Pokémon sind. Also mir geht's nur um den Flex. Was haben wir hier? Punk-Shirt. Verschiedenen Farben und Motiven. Okay, jetzt wird es durchaus kreativer. Gibt aber auch ein bisschen Nobleres. Das gefällt mir ganz gut eigentlich. Ja, okay. Also ich werde wieder alles zeigen, was es gibt. Und mir dann off-cam was raussuchen. Damit wir in der nächsten Folge dann wieder einen komplett neuen Style haben. Wenn es zur nächsten Arena-Challenge geht. Die, denke ich, auch wieder ziemlich spannend wird. Und unique. Denn es ist mal wieder so, dass es in Surchester zwei exklusive Arenen gibt. In Pokémon Schwert gibt es hier eine Gesteinsarena und in Pokémon Schild eine Eisarena. Ich finde zwar die Eisarena deutlich logischer, weil wir hier nun mal auch in einer Eisstadt sind. Aber gut, wir müssen es nehmen, wie es kommt. Und somit werden wir in der nächsten Folge die Gesteinsarena angehen. Tipps für Trainer. Die im Pokédex empfohlenen Pokémon-Arten ändern sich täglich oder dann, wenn du alle Pokémon auf der Liste gefangen hast. Ach, so funktioniert das. Okay. Ersteres wusste ich ja, aber dass es sich auch täglich ändert. Zweiteres wusste ich. Das erste wusste ich nicht. Genau. Ich schaue mir die Kämpfe des Arena-Leiters immer auf dem Monitor im Stadion an. Schön in 8K. I see you are a man of culture as well. Wobei ich eher 4K-Fan bin. Ey, die Kälte drückt auf meine Stimmung. Das Flampion ist deutlich besser. Es speichert nämlich umso mehr Kraft, je kälter es ist. Ach stimmt, Flampion heißt der. Ich glaube, ich habe den in der letzten Folge aus Versehen Makabaya genannt. Absolut lost. Und ja, Pion Draghi ist vom Typ. Gift, Unlicht und nicht Käfer. Ich werde es nie lernen. Aber ich hoffe, ihr seid auch ein bisschen wegen meiner Dummheit hier. Hoffen wir bloß, dass es in der nächsten Folge in der Arena keine Dummheit gibt, sonst fliegen wir voll auf die Schnauze. Seid ihr gehypt drauf? Wir wollen unseren 6. Orden. Like da lassen und nicht verpassen, würde ich sagen. Ciao.